Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Ja, immer schön die Ausrüstung in Ordnung halten. Langsam, hier. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Wow. Dann mal los! Ja, wir sind hier schon wieder unterwegs. Wollte mich gerade schon beschweren, wo meine Axt abgeblieben ist. Okay, dem ist meine Axt wurscht. Dann runter mit dir. Es ist, seit ich diesen Tritt gelernt habe. Ich finde das sehr gut. Ich freue mich sehr darüber. Vorsicht! Es lohnt sich richtig. Ach, yes. Der glitscht irgendwie durch die Gegend. So sieht's aus! Oh, weg da! Geschafft. Ah, da unten sieht man den roten Wald, wo die Hexe wohnt, und ganz da hinten den gelben Kreis, wo unser Haus war. Und da ist der See mit der Schlange, also man sieht von hier oben wirklich alles. Das ist ja cool. Sehr schön. Ah, wie kommen wir denn jetzt da durch? Entfernte Stimmen. Was hier? Okay, ich wette, hier kriegen wir auch wieder irgendeine Fähigkeit, wo wir diese blauen Sachen noch wegkriegen. Und dann klettern wir doch mal hier hoch und gucken, wer hier redet. Ja, sei still. Stimmt, ausnahmsweise hören wir die Stimmen auch mal. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Verdammt. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Gehen wir. Bestiarium aktualisiert. Baldur, jetzt haben wir auch einen Namen. Einer der Asen. Odins Sohn und Thors Bruder. Er kam zu unserem Haus, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet, dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Jetzt jagt er uns mit seinen Neffen, aber wir wissen nicht warum. Ja, ich hatte schon so eine Ahnung, dass das vielleicht Baldur ist. Das macht es natürlich schwierig, wenn jemand keinen Schmerz spürt und man ihn schlecht töten kann. Komm, da geht's doch zur Seite rüber. Na
Okay, wir hätten hier die ganze Zeit weiterklettern können, während die reden. Ich hatte nur gedacht, wir kommen da gleich nach oben. Und wollte dann erstmal warten. Aber das war schon extra so gemacht. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Sie sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Jetzt haben wir einen abgehackten Kopf an der Hüfte hängen, sehr kleidsam. Und Atreus weiß also nicht, dass wir technisch gesehen ein Gott sind. Und das heißt ja eigentlich auch, dass Atreus auch
dann mindestens ein Halbgott ist, weil von der Mutter wissen wir nicht so viel. Wobei Kratos, glaube ich, keine Göttin, mit keiner Göttin zusammengekommen wäre. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hofentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Und wenigstens war es auch mal einer, der mir die mehr oder weniger wichtigen Details gesagt hat, bevor wir ihn gemeuchelt haben. Und nicht so wie die Hexe, die wartet, bis sie da in alle Einzelteile zerlegt wird von den Mächten von Alfheim, bevor sie uns noch irgendwelche Warnungen zurufen möchte. Mimir kennt sich wenigstens aus. So. Jetzt können wir zum ersten Mal hier schnell reisen, oder? Können wir das? Ich weiß gar nicht so genau. Ah, hier ist überall zu. Okay, also wir können nur zu Brocks Laden. Aber da war es ja nicht weit hin. Oh. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Ist ja cool. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, falls er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der Letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Das ist schon sehr cool hier. Dass man da nicht einfach teleportiert wird und fertig. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, ver... Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir, hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Aber ist ja süß, er macht sich Sorgen um seinen Bruder. Und das kenne ich auch, dass man sich auf irgendwas so konzentriert ist, dass man einfach nichts isst, nichts trinkt, nicht aufs Klo geht. Das kenne ich nur zu gut.
Der hat einen Zauberplatz, da können wir wieder Lethäd reinpacken. Da geht halt wieder ein bisschen Runen für drauf. Junge. Können wir irgendwas verbessern noch? Den Bogen könnten wir verbessern. Den haben wir ja eigentlich aber erst verbessert. Köcher, der ist aber sehr teuer. Das können wir uns nicht leisten. Das könnten wir uns leisten. Dann kriegen wir auch einen Zauberplatz. Mach ich mal. Das wird spannend. Hüftrüstung. Ist wohl unser Hüftpanzer schon komplett aufgerüstet? Hier haben wir noch einen mit Stärke und Abwehr. Verbessere den mal. Ich bin stolz auf uns, Kerl. Weil der macht in der nächsten Stufe noch 4 Vitalität. Der ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und aktuell macht er halt keine Runen. Macht aber halt mehr Stärke, noch mehr Abwehr. Dann rüste ich mir den gleich mal aus. Als Artefakte möchte ich verkaufen. Guter Handel. Kleiner. Dann können wir uns auch das Bogen-Upgrade leisten. Möchte ich meinen festen Stahl dafür ausgeben? Hast du noch was anderes im Sinn? Auf Wiedersehen. Ja. So, jetzt Rüstung wollte ich. Den Hüftschutz? Den Hüftschutz wollte ich anziehen. Genau. Und dann machen wir da rein. Alfheim-Dings brauchen wir nicht. Abwehr 2, Runen 2, Abklingzeit. Abwehr 2, Vitalität 3. Beim Blocken gibt es noch Abklingzeit. Alles irgendwas mit Parieren. Ich mache mir da Vitalität rein. So, und da können wir auch noch was reinpacken. Nehmen wir noch Abwehr, haben wir erstmal genug. Noch. Bisschen Glück hätte ich, glaube ich, gerne wieder. Dann kriegen wir mehr Zeugs. Sagen wir Vitalität, Glück, Vitalität. Klingt doch nicht schlecht. Im Jungen können wir nichts reinpacken. Sieht es denn Fähigkeiten technisch aus? ...1500... Das können wir uns mal leisten. Da haben wir mal noch einen Sprintangriff mit bloßen Händen. Dann können wir das nochmal verbessern. Ja, das ist dann Schwingerangriff. Gedrückt halten. Und da könnten wir noch weiter kontinuierlich drauf prügeln. Aber wir haben auch neue Sachen für den Jungen. Die sind die gleichen Sachen, ich habe sie nur noch nicht
Nur noch nicht ausgerüstet. Dann geben wir mal mehr Schockschaden und erhöhte Feuerrate drauf. Gut. War das nochmal? Ja. Kommen wir erstmal gut mit zurecht, glaube ich. So. Dann wieder zurück zur Hexe. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Da ist doch zum Beispiel schon mal eins. Nehmen wir doch das da. Ich hoffe, die Möwen versuchen nicht, Mimir zu essen. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Ach ja, da war die. Hallo, Schlangi. Junge, weißt du noch, wo Backbord und Steuerbord sind? Oh, glaube schon. Backbord ist links, Steuerbord rechts. Stimmt's? Nicht von dir aus. In Fahrtrichtung des Boots ist Backbord links und Steuerbord ist rechts. Ja, das wusste ich. Frame Rate. Wirklich? Warum stirbt meine Frame Rate in diesem Tunnel? War ja auch neulich in Alfheim bei diesem Licht so heftig. Habe ich beim Schneiden erst hinterher gesehen in der Aufnahme, da ist ja das Bild komplett stehen geblieben. Bei mir hat es zumindest immer nur heftig geruckelt. Alter, was geht denn hier ab? Spiel, krieg dich mal wieder ein. Aber ja, für mich hat es ja nur sehr geruckelt, wie jetzt gerade auch. Gottes Willen. Spiel, warum hast du Probleme? Ja, aber wie gesagt, in der Aufnahme ist das ja dann komplett stehen geblieben, irgendwie für ein paar Sekunden immer. Das tut mir dann natürlich sehr leid. Ich weiß allerdings auch nicht genau, was ich daran ändern kann. Ich bin eigentlich schon bemüht, alles so einzustellen, dass es möglichst flüssig läuft. Mit dem Boot hier anlegen. 100% flüssig. Mag das Spiel irgendwie nicht. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Dann haben wir hier auch ein Tor. Genau, unter dem Haus von der Hexe waren ja auch noch einige Sachen, wo man noch nicht rankam. Ich weiß, sie ist sehr mächtig, aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein, aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Hey, meine Frames leben wieder. Was war das denn? Und jetzt ist die Tür weg. Wie schön für diese Hexe. Wir kommen hier also wieder raus. Geh da, geh da, da vorne! Oh, das ist wieder so eine komische Pestalte. Oh, weg mit dir. So, der ist platt. Jetzt brauchen wir nur noch die Alte da hinten. Stop,
So. Gut gemacht, Jung. Symbol der Schatten. Ah, hier ist so ein Dingens. Ich werde dich jetzt raus. Da geht's raus, da will ich aber dann gerade noch gar nicht raus. Das. Kannst du das anschießen? Irgendwie nicht anscheinend. Ist es dann schon aktiviert? Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Runen lesen, es birgt auch die Weltenrune. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Ah, sie können jetzt die Sprache von Muspelheim lesen. Sie können Muspelheim über die Weltenreisekammer aufrufen. Cool. Haben wir noch eine neue Welt? Fertig. Ich guck mich hier aber erstmal noch mehr um. Atreus, komm her. Warum so aggro? Ich meine, es ist Kratos, aber... Da waren wir schon. Da können wir mal Licht machen. Langsam habe ich den Dreh raus. Ich würde sagen, du hast den Bogen raus. Ahahaha. Ja, da hinten ist noch so eine geheime Tür, die wir immer noch nicht aufkriegen. Aber ich gehe trotzdem mal hin, dass die Karte weiß, dass wir sie gefunden haben. Sehr gut, 5 von 7. Frage mich, wann wir da rein können und was es dann da zu finden gibt. Junge, hierher. Noch eine Karte, super! Oh, wieder eine Schatzkarte. Nee, hä? Kodex? Wissensmarkierungen, gelesene Runen, Schriftrollen? Nö, komisch. Oh, jetzt hier Schildkröten-Tribut. Schildi, wo rote Blätter und grüner, der Moos? Ist doch nicht das, ist das nicht das Moos? Und grüner Moos verweilen, verbarg ich meinen Schatz, wo Schildkröten Träume teilen. Das ist doch da, wo die Hexe wohnt, oder? Da war doch die Schildkröte. Wegen rote Blätter und so. Hoffe mal, da können wir uns gleich ein bisschen umgucken. Aber wo waren denn hier noch mehr so Runen für diese Runenkiste? Sei bereit! Das ist doch so ein altes Mistweib. Hier Lichtpfeile spammen. Hilft bei denen anscheinend recht gut. Manchmal bist du mir echt unheimlich. Okay, merke ich mir, da ist der Junge am hilfreichsten. Ja, besser man lernt spät als nie, ne? Kann der Junge da irgendwas mitmachen? Nee. Hey, ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weißt nur nicht, wie wir sie erreichen können. Vater, sieh mal da oben! Da oben ist irgendwie ein Weg, aber ich sehe auch gerade noch, hier ist noch so ein Ding. Ah, sehr schlau! Wenn man da jetzt hin... hier ist überall irgendwie was, wo wir hin können. Den können wir hier rüberschieben. Was hilft uns das? Komm, lass doch mal los. Hä? Was macht das jetzt? Warum komme ich da nicht hoch? Was los? Komme ich da jetzt hoch? Hä?
Wozu ist der da? Wo oben? Ach, hier kann ich was kaputt schlagen. Aha, können wir da den Sohn reinschicken. Ach, da kann ich Atreus rüberschieben, oder? Aha. Bin fast da. Rüber mit dir. Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Auf der Seite von dieser hier stehen andere Runen. Was bedeuten sie? Noch ein Rätsel. Fittere mich nicht, ist's dein Ende auch. Gib mir zu viel, bleibt nichts als Rauch. Feuer? Vielleicht ist die Antwort wieder in der Nähe zu finden. Ich würde mal sagen, die Antwort ist Feuer. Ah, das steht bestimmt hier. Die Antwort muss hier irgendwo hingeschrieben sein, oder? Ja, jetzt kann ich sehen. Da steht Feuer. Na klar. Wow. Ah. Ah, jetzt kann ich auch in die Kiste hier. Das Krähenschwarm. Ich werde das wieder für den Jungen. Und ich habe die Wölfe immer noch nicht eingesetzt. Ich werde ein Krähenschwarm, der sich auf Gegner stürzt. Klingt auch nicht schlecht. Klingt alles ziemlich nice. Gut, jetzt können wir hier wieder zurück. Haben wir da unten noch irgendeinen anderen Weg aufgemacht? Wo ging's denn da lang? Ist da noch irgendeine von diesen Runen zufällig, die ich übersehe? Ah, hier ist noch so eine Kiste. Oh, da ist noch eine Rune. Zweites Siegel. Wo war denn hier so Zeug zum Werfen? Da. Da war das Zeug zum Werfen. Dann kann ich mir die Kiste holen. Aber da waren doch überall so viele von diesen roten Kisten. Weiß nicht, ob ich die alle wiederfinde. So, aber uns fehlt immer noch eine von diesen Runen. Hier oben irgendwo eine zu sehen. Eine fehlt noch. Die sind ja eigentlich immer irgendwo in der Nähe. Zumindest in der relativen Nähe. Da kamen wir hoch. Da können wir raus, laut Atreus. Da können wir nichts machen. Aber hier rüber können wir. Das ist eine kaputte Sandschale. Aber wo ist denn diese dritte Rune? Ich will jetzt hier zwar halt auch nicht stundenlang rumsuchen, aber irgendwie wurmt mich das gerade ein wenig. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Und ich hoffe, ich bin nicht einfach blind.
kommt ja öfter vor. Ich guck noch mal in der näheren Peripherie von der Truhe. Upsa. Hier sind halt auch noch diese Dinger. Was auch immer die machen. Die machen irgendwie gar nichts. Irgendwann machen die bestimmt noch was, aber jetzt gerade im Moment machen die nichts. Wenn immerhin diese Runen, die bleiben ja kaputt. In dem Sinne verpassen wir da ja schon mal nichts. Merkt sich das Spiel ja hoffentlich. Aber trotzdem, dass da halt nur noch eine fehlt. Dass da oben keine ist, ist eigentlich merkwürdig. Hier vielleicht in der Ecke noch irgendwie eine? Nee. Hä? Da! Das letzte. Da war das Mistvieh. Yay, sehr gut. Das hätte mich jetzt so geärgert, wenn ich jetzt hätte weitergehen müssen, ohne zu wissen, wo diese Rune ist. Und wir haben ein Rage-Upgrade. Nice. Jetzt müsste ich nur noch dran denken, es öfter einzusetzen. Na, jetzt können wir nach oben. Folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt.